Hey Clash, euer Sneak Peek Nummer 2 steht für das Radar 16 Dezember Update an und wir haben bereits gestern mitbekommen, wir haben bisher noch keine besondere Verteidigung für Radar 16 und das ändern wir doch heute. Das heißt, heute schauen wir uns die neue Spezialverteidigung für Radar 16 an. Und auf Radar 16 wird einiges anders, denn ab jetzt könnt ihr Gebäude fusionieren. Hierbei zwei Kanonen. Zwei Bogenschützentürme zum Beispiel könnt ihr jeweils, ich sag mal, weiterentwickeln. Und zwar zum Multi-Bogenschützenturm zum Beispiel. Wir starten mit dem Bogenschützenturm und arbeiten uns dann den Weg bis hin zu den Kanonen. Wie genau läuft das Ganze ab? Nun ja, sobald ihr im Shop euch das gekauft habt, könnt ihr einen Multi-Bogenschützenturm platzieren. So sieht das Ganze aus. Ihr müsst natürlich das Ganze bestätigen. Und ihr könnt es auch nur dann machen, wenn eure Bogenschützentürme maxed out sind. Das heißt, das Max-Level für Rathausstufe 15. Dann fusioniert das Ganze. Die ganzen Multibogenschützentürme haben insgesamt zwei Level. Einmal das Basislevel, wenn ihr den baut, und einmal ein weiteres Level. Und ihr seht bereits von Anfang an, die Trefferpunkte gehen echt extrem hoch. 5200 hat er auf der Max-Stufe und er macht auch ganz ordentlich Schaden. Vor allem, hierbei was wichtig ist, es sind drei Bogenschützen ab jetzt auf dem Multibogenschützenturm. Und das bedeutet auch, dass drei Ziele angegriffen werden. Allerdings, wie läuft das jetzt, wenn nur ein Ziel da ist? Nun ja, der Multibogenschützenturm ist da auf jeden Fall sehr, sehr clever. Das heißt, wenn ein Ziel da ist, greifen alle drei Bogenschützen das eine Ziel an. Falls mehrere Ziele da sind, teilen die sich auf. Das heißt, das Ziel, was am nächsten ist, werden dann mit zwei Bogenschützen angegriffen. Und das Ziel, was am weitesten entfernt ist, mit nur einem Bogenschützen, wie ihr hier zum Beispiel bei der Königin wunderbar gesehen habt. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, aber ich würde sagen, lass uns das Ganze mal direkt vergleichen. Oben haben wir die beiden normalen Bogenschützentürme und unten den Multibogenschützenturm. Da wir nur ein Ziel, also eine Truppe hier reinschicken, ist natürlich der Multibogenschützenturm mit allen drei Bogenschützen auf dem einen Ziel. Und ihr seht auf jeden Fall schon, der macht auf jeden Fall ordentlich Schaden. Es lohnt sich also auf jeden Fall, das Ding zu upgraden, denn der Schaden ist gar nicht mal schlecht. Vor allem ist er super konstant, weil eben immer alle drei Bogenschützen auf dem Turm am Schießen sind. Egal ob ein, zwei oder drei Ziele in deren Reichweite ist. Ihr seht, der klare Gewinner hier auf jeden Fall ist am Ende der neue Multibogenschützenturm. Wir wollen allerdings noch mehr Vergleiche haben. Das heißt, wie genau verhält es sich jetzt bei zwei Truppen? Hier sehen wir jetzt, wie zwei Packer reinlaufen. Das heißt, oben haben wir die zwei Bogenschützentürme wieder und unten den Doppelbogenschützenturm. Hier sieht man auf jeden Fall wunderbar, wie das Ganze funktioniert bei dem Multibogenschützenturm, wo eben ein Packer wesentlich schneller Leben verliert als der andere. Das heißt, wie gesagt, zwei Bogenschützen greifen ja den einen Packer an und der eine Bogenschütze greift nur den einen allein den Packer eben an. Am Ende des Tages schaffen leider beide nicht, die beiden Packer mit zu verteidigen. Allerdings muss man mit dazu sagen, der untere Multibogenschützen hat mehr Schaden gemacht. Bei drei Zielen sieht das Ganze wiederum ähnlich aus. Das heißt, hierbei ist es auch wieder so, dass natürlich alle Riesen angegriffen werden. Und das heißt, am Ende der Schaden wird schön verteilt und am Ende schafft man es auf jeden Fall, alle rauszubekommen. Allerdings ist es hier gar nicht mal so krass eindeutig und immer noch relativ knapp. Aber am Ende des Tages lohnt es sich auf jeden Fall, das Ganze zu machen, denn am Ende, ihr habt sogar mehrere Möglichkeiten, den zu kaufen. Kaufen ist ein gutes Stichwort, denn falls ihr euch am Ende Goldpass oder Angebote oder ähnliches kaufen solltet im Shop, dann sehr, sehr gerne dran denkt mit dem Creator-Code. Mit Code dazu könnt ihr diesen Kanal und mich unterstützen, wenn ihr diese Videos allgemein feiert. Aber lasst uns doch direkt den nächsten Bogenschützenturm oder eher gesagt Multibogenschützenturm fusionieren und natürlich auch direkt einmal upgraden. Denn am Ende, wie bereits gesagt, könnt ihr das Ganze zweimal machen. Das heißt, ihr habt zwei Multibogenschützentürme, aber auch zwei der Querschlägerkanonen. Und ich würde sagen, dazu kommen wir doch einfach mal jetzt. Denn ihr wollt natürlich auch bestimmt gerne wissen, wie stark ist jetzt die Querschlägerkanone. Denn die hat es aber mal so richtig in sich. Auch hier, das ganze Fusionieren funktioniert an sich genau gleich. Das heißt, auch hier ist am Ende der ganze Prozess identisch wie beim Multibogenschützenturm, wenn es um Fusionieren geht. Die Kanone allerdings funktioniert ein bisschen anders. Hier ist es so, dass der Schuss der Kanone zu einem weiteren Ziel weiterspringt und dort genauso viel Schaden noch macht. Das heißt, vor allem eine Sache hat da sehr, sehr viel Einfluss und das ist richtig, Queen Charges. Queen Charges bisher oder allgemein bei der Königin war es, glaube ich, fast immer so, die beste Kombination war Einhorn mit Königin. Da gab es keine großen weiteren Fragen. Diese Kombination allerdings wird jetzt mit diesem ganzen Flächenschaden so ein bisschen gebrochen, denn ihr seht hier wunderbar, dass die neue Querschlägerkanone ein richtig guter Counter dafür ist. Der Schaden davon ist absolut enorm. Aber ich würde sagen, lass doch mal die Vergleiche auch hier wieder machen. Am Anfang erstmal nur eine Truppe. Denn am Ende, das ist nicht wirklich die Stärke der Kanone. Die Stärke der Kanone ist, wenn am Ende mehrere Truppen da sind. Das heißt,
Wie gesagt, Königin plus Einhorn, zwei Päcker oder natürlich eben Schweinereiter, Miner oder was auch immer. Aber wichtig ist hierbei, dass zwei Ziele da sind. Bei nur einem Ziel ist das Ganze relativ knapp. Allerdings, wenn es um zwei oder mehr Ziele geht, da seht ihr auf jeden Fall, dass die Kanone so richtig, richtig am Glänzen ist. Denn wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, der direkte Vergleich, es ist einfach gar nicht zu vergleichen. Der Schaden der Querschlägerkanone ist so viel krasser als zwei normale Kanonen. Es ist abnormal. Ihr seht, nicht mal einer der Packer oben wurde rausgenommen, währenddessen unten bereits beide rausgenommen wurden. Also ich glaube, hier ist es ein unfassbar klarer Gewinner. Und die Querschlägerkanone nimmt den Sieg auf jeden Fall locker flockig mit. Auch hier natürlich wieder, wie bereits gesagt, habt ihr zwei dieser Upgrades. Und auch hier die Querschlägerkanone geht bis Level 2, die ihr dort ausführen könnt und am Ende upgraden könnt. Es sind mit teuersten Upgrades auf Radarstufe 16, aber ich glaube, das sollte irgendwie relativ selbstverständlich sein. Weil die sich wundern, wie viel Blitzzauber und ähnliches braucht man. Wenn man in Multibogenschützen zum Rausnehmen möchte, braucht man ein Erdbebenzauber und sechs Blitzzauber. Davon ausgegangen, dass ihr jeweils alles maxed out habt. Bei der Multikanone, beim Quäschel der Kanone, ist das Ganze ein bisschen anders. Ihr braucht sieben Blitzzauber plus ein Erdbebenzauber, also ein Blitzzauber mehr. Lassen wir das Ganze auch jetzt einfach mal testen. Also einen kompletten Angriff mit den Elektrodrachen zum Beispiel und schauen, wie viel Einfluss das Ganze hat. Elektrodrachen, habe ich ja bereits gesagt, werden auf jeden Fall mit die Könige von Rathaus 16 sein. Die Truppe ist unfassbar krank stark und das kann man natürlich sehr, sehr stark spüren. Wir nehmen erstmal natürlich ganz klassischen Ansatz. Das heißt, Elektrodrachen reingeknallt, Doppelwutzauber am Anfang, Wächterfähigkeit, Zeppelin. Ihr kennt das Prozedere an sich ganz normal. Der Anfang sieht fast immer gleich aus. Da, wo sich auf jeden Fall dann die Streu vom Weizen trennt, was die Angriffe angeht, geht um den mittleren Part. Zauber müssen richtig platziert werden, Luftfähiger, gegnerische Helden und so weiter müssen perfekt getimt werden. Und das versuchen wir hier unten zum Beispiel mit dem Frost auf dem Streukatapult und natürlich auf die gegnerische Gladiatorin. Ihr seht, die Kanonen am Ende machen gar nicht so viel aus. Und bisher wirkt es so, als wenn die Kanonen wirklich die, bessere Verteidigung sind im Vergleich zu den Multibogenschützentürmen. Zumindest, wenn sich die Zahlen dort nicht ändern. Aktuell sind dementsprechend Luftangriffe gefühlt sehr, sehr, sehr stark, wobei der Multibogenschützenturm natürlich nicht unterschätzt werden darf. Der muss aber auf jeden Fall gut beschützt werden, denn er hat am Ende natürlich auch ein bisschen weniger Leben. Das gleiche wie natürlich im Vergleich zwischen Bogenschützentürmen und Kanonen. Die haben ja auch weniger Leben als so eine Kanone. Das heißt, hier auf jeden Fall komplett normal weiter das ganze System geführt, ohne wirkliche Logik Lücken, sage ich mal, irgendwie aufzuweisen. Am Ende seht ihr hier auf jeden Fall, es ist knapp, aber am Ende können wir uns auf jeden Fall durchsetzen mit den drei Sternen. Aber dennoch, es gibt, glaube ich, bessere Elektrodrachen-Spieler draußen, als ich es bin. Von daher würde ich sagen, ich bin glücklich mit den drei Sternen hier, ob es knapp ist oder nicht. Drei sind drei, ich würde sagen, das ist alles, was zählt. Etwas, was ich auf jeden Fall wiederholen möchte, was vielleicht einige von gestern, falls ihr das Video nicht gesehen habt, das erste Sneak Peek, kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Falls ihr nicht gesehen habt, schwierigkeitstechnisch, falls das viele einstufen möchten, Rathaus 16, wird sich auf jeden Fall mehr wie Rathaus 14 anfühlen. Green Charges allgemein sind unfassbar stark, wie an sich fast alles, wenn wir ehrlich sind. Das heißt, hier eine meiner absoluten Lieblingsstrategien auf Rathaus 16, die ich auf jeden Fall bisher so gespielt und getestet habe, ist Drachenreiter mit einem Queen Charge mit Rückrufzauber. Macht extrem Bock und dadurch, dass ihr eben Einhorn und Königin nicht mehr so toll kombinieren könnt, weil immer das Risiko lauft durch Multi-Inferno-Türme, durch die Querschlägerkanone, durch die Multibogenschützentürme und so weiter und so fort, durch all diesen Flächenschaden, lauft die Gefahr sehr, sehr früh, das Einhorn zu verlieren. Stattdessen, wie jetzt hier zum Beispiel, könnt ihr mit dem Phönix chargen. Und wisst ihr, was das Beste ist? Ganz genau, wie ich hier gerade mal zeige, ihr könnt sogar alle fünf Heiler benutzen, weil das Ei des Phönix nicht als Truppenkapazität zählt für den Rückrufzauber. Das heißt, ihr könnt volle fünf Heiler benutzen und habt mit dem Phönix-Ei, das bekommt ihr trotzdem mit. Ist auf jeden Fall ein extrem netter Bonus nochmal oben drauf. Danach, nun ja, Drachenreiter kann man an sich ja relativ gut einfach in die Base reinknallen, denn sie sind auf jeden Fall wesentlich, ja, robuster am Ende als zum Beispiel nur Ballons. Deswegen finde ich es auf jeden Fall ziemlich angenehm. Dazu greifen natürlich nur Verteidigungen an, was es auf jeden Fall nochmal, finde ich, angenehmer macht als Superdrachen. Aber am Ende kann man das Ganze auf jeden Fall ordentlich vergleichen mit dem allgemeinen Ansatz der Superdrachen und dann mit dem Rückrufzauber. Beides ist auf jeden Fall wahrscheinlich ähnlich. Aber ich muss sagen, Drachenreiter, es fühlt sich immer wieder cool an, sie wirklich benutzen zu können auf Rathaus 16, da sie eben das neue Level bekommen haben. Und da Queen Charges allgemein auf jeden Fall wieder mehr möglich sind, aufgrund dessen mit dem Wutzauber oder Wutturm. Verschlechterung. Das heißt, Queen Charges sind wieder eher möglich. Und das ist auch wieder eine coole Sache, weil es halt eben ein bisschen schade ist, wenn diese Strategie wirklich nur für die besten der besten Spieler draußen und
sagte es, bei der Weltmeisterschaft hatten die Queen Charge-Angriffe eher eine schlechtere Erfolgsquote. Wenn ihr jetzt mal genau wissen wollt, Queen Charge lag bei ungefähr einer Erfolgsquote von 40%. Das heißt, 4 von 10 Angriffen waren 3 Sterne bei den Profis. Im direkten Vergleich hatten dabei allerdings Angriffe, die mit Blitzzaubern oder mit allgemein Skelett- und Unsichtbarkeitszaubern geführt wurden und damit begonnen wurden, hatten als Anfangsstart sozusagen der Angriffsstrategie oder des Angriffs allgemein eine Erfolgsquote von fast 70%. Das heißt, 7 von 10 Angriffen waren damit 3 Sterne. Ist schon ein ziemlich krasser Unterschied meiner Meinung nach. Und man merkte auf jeden Fall, Queen Charges auf Rados 15, die waren auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, nennen wir es mal. Rados 16 ist das Ganze wieder anders, muss ich sagen. Freut mich extrem. Und natürlich freut es mich extrem, dass wir erstmal Sneak Peek Nummer 2 sind. Denn morgen hattet ihr, oder ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass ihr immer wieder so einen kleinen Gast bei euch im Dorf hattet die letzten paar Wochen. In eurem Wald hat sich so ein kleiner Fuchs hin und her umgetrieben. Und ich würde sagen, das finden wir auf jeden Fall morgen raus, was es mit dem auf sich hat. Ansonsten natürlich vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mich gerne wieder wissen, was ihr von der neuen Verteidigung haltet. Wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Video. Haut rein und tschüss.